Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir Nine Child Street. Das soll sehr gut sein, eine Empfehlung von Keystraw übrigens. Deswegen hoffen wir, das Game wird gut. Ich gehe mal rein. Meine liebe Community sagt euch gerade herzallerliebst hallo. Deswegen kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv/nu-live. Übrigens, Triggerwarnung, das Spiel beschäftigt sich mit sehr, sehr krassen Themen, gerade um die Selbsthinrichtung. Deswegen, falls ihr da nicht für offen seid, dann auf jeden Fall nicht schauen. Es ist nicht für schwache Nerven, das kann ich sagen. Deswegen, ihr seid gewarnt, wir gehen rein. Keine kleinen, gruseligen Kinder. Wir haben gerade über Kinderkriegen gesprochen. Wo bin ich? Das ist eine sehr gute Frage. Bitte keine gruseligen Kinder. Boah, ich mache das euch jetzt so laut, dass euch die Pobacken wegspringen. Okay. Raus aus Get Out of the House. Das hasse ich ja, wenn du irgendwo anfängst. Das heißt Get Out of the House. Irgendwas raschelt da hinten. Die Grafik ist schon mal gut. The door is tied on a rope. Oh, shit. Ich brauch was zum Aufschneiden, ne? Oder ich gehe so raus, noch besser. Let's go. Ciao. Danke, war schön. Tschüss. Kein Bock mehr. Was zur Hölle? Oh nein, da verfault irgendwas. Oh no, please. Es ist so hoch. Oh Gott, ist da Scheiße drin gewesen? Eine Hand. Ach, super. Okay, dann müssen wir das damit abschneiden. Oh, ich liebe das Game. Das macht es einfach von allein. Hallo! Oh Gott. Erkunde das Haus. In search of a rope. Und suche das Seil. In search of a rope. Was macht mein Lieblingsspielzeug hier? Wie gruselig. Ein Affe mit roten Augen? Das ist doch nicht... Scheiße, bist du in Knossis Haus? Ist das scheiße im Paket? Oh nein, da atmet was. Da atmet was. Oh nein, es ist ein röchelndes Kind. Das ist auch das Ghostwatchers Haus. Ach, wie witzig. Okay, ein Kind zeichnet ein Bild mit einem gruseligen Geist. Jetzt nochmal Fernglas. Hier ist, oh, ich sehe ein anderes Haus. Oh Gott, Hilfe. Oh, es ist eklig. Oh, gruselig. Okay, ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Hier ist nur Särge. Hier ist sonst nichts mehr. Okay, Psycho-Affe. Flaschen. There's a rope behind the door. Okay. Oh Gott, Hilfe. Auch wieder zu? Kann ich das auch durchschneiden? Nein, kann ich nicht. Da ist gerade jemand vorbeigelatscht. Bin ich ein Kind? Ich bin so klein. Ach, das sehe ich erst jetzt. Ich bin auch ein Kind. Oh, dass man da rausgucken kann, ist so traurig irgendwie. Ich bin ein Kind. Oh, oh.
Oh, eine Büroklammer. Okay, was mache ich damit? Oh nein, habe ich bitte eine Taschenlampe? Kann ich das öffnen? Hallo, ich bin klein und traurig und ich möchte da nicht lang. Nein! Kannst du bitte aufhören? Machst du bitte das Licht an? Oh Gott, absolut schrecklich, wenn du nachts aufs Klo pissen musst und dein Gang sieht so aus. Ist da eine Kamera drin? Ich glaube, ihr habt recht, da ist eine Kamera drin. Wie pervers. Kann ich hier irgendwas aufsperren? Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Okay, gut, die geht nicht auf. Oh Gott, da bin ich überhaupt nicht traurig drüber. Oh, wie eklig. Oh, ich will hier weg. Ich werde langsam hysterisch. Oh, ich bin ein Kind. Oh, süß. Ein kleines, nerviges Kackkind. Okay, Schiebetüren, Schiebetüren, Licht, irgendwas. Oh nein, was soll das hier? Wieso war ich hier eigentlich eingesperrt? Was ist das für eine kranke Kacke? Vielleicht muss ich einfach nur mal runter. Oh, da ist ein Schrank. Ja, das ist natürlich ungut. Dann geht die bestimmt... Oh Gott. Ein Seil. Okay, oh mein Gott. Was? Ah! Ich wollte nur aufs Klo. Ich wollte mir nur ein Glas Wasser holen. Ich wollte nicht an die Cookies. Oh Gott, Hilfe. Boah, schrecklich. Erwachsene können so gruselig sein. Ich habe meine Teller Spaghetti noch nicht angerührt. Kann ich doch rausspringen? Entschuldigung für den Jumpscare. Okay, Daddy war sauer. Oh Gott, Daddy hat das Seil weggemacht. Oh mein Gott. Da steht jemand. Loading. Loading. Press any key. Ich traue mich nicht mehr, irgendwas zu drücken in dem Spiel. Ah, Chills. Child's Street 9. Ah, das ist die Straße, nach dem ist benannt. Ich hoffe, ich beobachte sehr oft ein verlassenes Haus gegenüber von der Straße. Aha. Jeder glaubt, dass die Nachbarn dort drin vermisst sind, aber ich nicht. Ich sehe Lichter. Ich sehe Silhouetten von einem Mann. Da war gerade offensichtlich jemand am Fenster. Da ist ein Loch im Zaun. Vielleicht kann ich so ins Haus kommen. Wie kann... Oh mein Gott, na. Und ich werde diesem Geheimnis ein Ende setzen. Nein, Mann, du sitzt doch hier cozy in deinem schönen Zimmer und hast nichts Besseres. Ich bin auch ein Kind. Oh, dieser Hase wurde mir von meinen Eltern gegeben, von meinen Nachbarn gegeben. Der hat doch schon auch so ein Psycholicht. Ach, ich bin auch ein Kind. Zuerst muss ich meine Cappy nehmen und einen Rucksack. Und da kommt mein Teddy rein. Oh, ich bin so unschuldig und süß. Oh, ich bin so unschuldig und süß. Guck mal, ich mache so Investigations und ich beobachte die Nachbarn und mache gruselige Fotos. Ich bin so ein richtiger kleiner Kackstalker. Süß. Also in dem Fall süß. Stalking ist nicht süß, aber in dem Fall, ich will ja nur helfen. Voll die Silent Hill Musik, ey. Da bewege ich mich jetzt mal dazu. Geh aus damit. Oh, guck mal, ein Pokémon. Ach, vielleicht sind da drüben Pokémons drin. Pokémon. Das war bestimmt Shigi, der gerade entkommen ist und der ist abgestürzt. Eine Karte? Steht da? Hallo Mom, hallo Dad. Wenn ihr das lest, dann werde ich in das gruselige Haus gegenüber gehen. ihr habt diese Fotos gesehen. You didn't want to see, scold me, forbade me to go there. Okay, ihr habt die Bilder gesehen. Ihr habt das ignoriert und habt mir verboten, dorthin zu gehen. So, I have to go there at night. Deswegen muss ich da hingehen. Nachts. Geheimnisvoll. I just wanted to quench my curiosity and stop thinking about it all the time. Ich will einfach nur meine Neugierde stillen und deswegen gehe ich jetzt allein ins Haus. Ich liebe euch. Armin. Ey, ist aber voll ernst, ne? Also, du kannst dem Kind am Ende nicht sagen, ey, ihr habt mich angelogen. Der hat komplett die Wahrheit gesagt und geht jetzt als Ash Ketchum darüber. Oh, ich würde mein Kind niemals hier schlafen lassen wollen, wo jeder gruselige Mensch einsteigen kann. Ich nehme ein Rasenmäher mit. Ich fahre einfach über alles drüber.
Ich fahre mit dem Auto einfach in die Hauswand rein. Das wäre so ein richtiges Zeichen. Bestimmt kann ich hier irgendwo... Oh, eine Taschenlampe, natürlich. Wie kann man denn ohne Taschenlampe gehen? Kann ich die einschalten? Ja, okay. Ha, jetzt habe ich keine Angst mehr. Jetzt gehen wir zu Hello Neighbor. Hallo Mom, hallo Dad. Ich habe es mir anders überlegt. So, ich laufe immer gerne mal drumrum, weil manche Spiele belohnen einen. Eigentlich bis jetzt noch kein einziges, welches ich gespielt habe, aber vielleicht eines Tages. Okay. Closed. Aber es muss irgendwo... Ah, okay, gibt es irgendwo eine Hintertür, oder? Hm. Gut, dass ich gerade beim Vorbeigehen so gut... Ah, hier. Oh Gott, wie gruselig. Oh mein Gott. Slenderman! Ich brauche nicht dahin. Slenderman! Warum habe ich so eine Tiefenschärfe in meinem Blick drin? Ist ja voll gruselig. I need to go into the hell. Mein Gott, das ist so gruselig. Warum willst du denn das Kind? Tu es doch nicht. Tu es doch nicht. Es ist doch einfach echt gruselig und unnötig. Oh mein Gott. Oh Gott, muss ich da reinkriechen? Oh komm, geh doch wieder in dein Bett und hol dir Chips und machst sie gemütlich und so wie die Leute hier gerade zuschauen. Warum tust du dir den Stress an? Das ist doch... Ich brauch da nicht hin. Okay, ist nett, das ist auch gruselig, wie so zwei Augen, die mich beobachten. Was sind das, zwei Augen, die mich beobachten? Was ist denn das? Ach, sind die Lampen von meinem Hals. So, ich gehe mal hier lang. Irgendwo ist hier ein Loch im Zaun. Ha, da. Ii, oh mein Gott. Okay, ist doch kein Blut. Aber spätestens jetzt, die ganzen Säcke hier haben ganz viel Fliegen an sich. Geil. Oh, es speichert. Ist nicht das Kind, was hier irgendwo liegen muss, theoretisch, am Boden? Muss hier nicht ein Kind am Boden liegen und weinen? Oh Gott, wie kann man das nur tun? Ich verstehe sowas nicht. Okay, geht nicht auf. Jetzt weiß spätestens... Jetzt weiß spätestens schon mal jeder, dass wir da sind und hat sogar extra die Tür für mich aufgesperrt. Das ist aber nett. Ich habe einen Raum gefunden. I find a room with light on the second floor. Gehst jetzt bestimmt nicht hoch. Das ist das Haus von Phasmo. Das ist das Haus von Ghostwatchers. Da kenne ich mich aus, Leute. Wie oft haben wir hier die Geister gejagt? Es war so romantisch. Witzig, ist wirklich das Haus von Ghostwatchers. Ja, easy, da kenne ich mich hier übel gut aus. Ha, fuck you. Ich weiß genau, wo ich hin muss. Es ist ein Wendigo. Okay. Ich habe keine Angst. Ich kenne den Raum. Hier haben wir immer das Ritual gemacht. Da säuft jemand Bier. Ich denke mal, dass hier irgendein erwachsener Mann ist, der gruselige Dinge tut. Ja, das kenne ich schon von Ghostwatchers. Kann ich es bitte ausmachen? Oh oh. Heißt es jetzt, dass jemand kommt? In den Schrank kann ich mich nicht verstecken. Ich bin wichtig gelaufen. Geil. Okay, ach, ich komme hier eh nicht hoch, ne? Okay, schauen wir mal, was gibt's hier so? Schränke kann ich suchen. Ich find's verrückt, wenn Leute zwei Wohnzimmer in ihrer Wohnung haben. Also das würde ich, glaube ich, gar nicht... Ich muss um das Haus gehen und in die Hintertür gehen. Okay. Nach raus, okay. Ich muss raus. Und die Hintertür. Okay. Sehr... unsatisfying. Dann gehen wir mal raus. Woher weiß ich eigentlich, dass das hier eine Hintertür hat? Okay. Oh Gott, ich habe keine Angst. Ich kenne das Haus. Es ist meine Base. Ich bin hier oft gewesen. Ich habe die Geister besiegt. Und es ist alles in bester Ordnung. Oh mein Gott, wie kann man nur? Ich habe mir... Ah, da hat jemand Flop gemacht. Ich... Hab mir damals schon so in die Hose geschissen, als sie mit Maxi für sein Video und irgend so ein verlassenes Ding sind. Das war so schrecklich. Da war ich einfach so ein Ultraschisser. Oder ist ja ein Eingang. Oh mein Gott, wie kann man nur? Warum muss ich das tun? Warum verlangt ihr das von mir immer, dass ich sowas spiele? Warum? Ihr seid echt ganz schön hart zu mir. Auch ganz schöne Sadisten. Ich will es nicht spielen. Natürlich ist die blöde Tür auch offen. Find a room. Ah, okay, jetzt muss ich da hoch. Was gibt's denn? Bier? Eine Figur? Schön. Super. Okay.
Was ist das? So ein Zucchini-Eimer? Kann die Musik aufhören, so bedrohlich gruselig zu sein? Bitte? So dieses... Das sind so... Wie so Gebärden. Gebärden. Gebärdendingsens. Wo soll ich denn jetzt hoch? Hier gibt es ja zwei Aufgänge. Oh Gott, Hilfe. Was soll denn die Musik, Mann? Hör auf. Was ist das für ein Bild? Hängt sich sowas auf? Hängt sich sowas auf? Ich krieg Panik! Ich krieg Panik! Ich kann nicht mehr! Ich pack das nicht mehr. Ich will nicht. Warum tut ihr das? Oh, guck mal. Das kann ich jetzt wegmachen, oder? Ach, guck. Jetzt kann ich hier nämlich rein. Match. So, geil. Ich glaube, ich muss einfach noch hoch. Ich glaube, hier gibt es nichts zum Einsammeln. Ich glaube, die Bierflaschen sind später noch ein bisschen blöd, weil ich da sicherlich mich dran aufhängen werde und mir alles wehtun wird. So, wir gehen jetzt da hoch. Hallo. Oh, verbotene Dinge. Habe ich noch mein Fernglas vielleicht bei? Dann kann ich noch näher schauen. Hallo, ich bin hier, um Pokémon einzusammeln. Befindet sich hier irgendwo ein Pikachu? Oder ein Schindel? Oh Gott, was ist das für Bilder, ey. Ey, wenn ich sowas in meinen Stream hängen würde, im Hintergrund, ihr würdet alle durchdrehen. Ich weiß es jetzt schon. Oh Gott, bitte. Ich hab... Oh mein Gott, ja, genau so ein Bild. Ja, genau das möchte ich bitte über mein Bett hängen. So. Wow. Genau das. Oder dieses Little Nightmares-Mädchen. Warum ist die Musik so ätzend? Kann es bitte aufhören? Gott, Hilfe. Da drüben sind meine Eltern. Das ist mein bequemes Bett, aber ich habe nichts Besseres zu tun, als hier nach Pokémon zu suchen. Pokémon Gold. Warum ist das hier alles zu? Warum ist hier überhaupt noch so viel Zeug drin? Da war auch der kleine Junge, der hier verschwunden ist, ne? Paint. Ja, natürlich. Lassen wir fürs kleine Kind aussehen, als wäre das nur alles farbig. Hihihi, oh, wie gruselig. Das ist mein Opa. Ich weiß nicht, wohin ich soll. Dann gehen wir doch mal hier lang. Jetzt noch ein bisschen Farbe. Ist da drüben mein Pokémon? Oh! Das muss ein... Wie heißt dieses leuchtende Elektro-Ding von Pokémon? Ein Evoli? Leuchtens? Dingens? Oh, ein PC. Da öffnet sich was. Wieso schreibt die Tastatur mit sich selbst? I've been waiting for... Ich habe auf dich gewartet, Adam. Schreibt er mir gerade über TeamViewer oder Anydesk? Oh mein Gott, das ist creepy. Also spätestens jetzt würde ich hier ins Fenster gehen und nach Mommy schreien. Guck, da sehen wir, dass wir auch beobachtet worden sind. Jetzt macht das alles Sinn. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich will keinen Pokémon mehr sammeln. Das. Das ist kein Pikachu. Oh, was für ein ekelhafter Geruch. Scheiß auf den Geruch, Mann. Da kommen Geräusche raus. Mama. Ich weiß, was ich tun soll. Ein Schlüssel. Für die rote Tür. Oh mein Gott, wir sind wrecked. Okay, ich mach das jetzt auf. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Hilfe! Muss ich vielleicht schnell abhauen? Es geht nicht! Es geht nicht! Ah! Ah! Es muss ein Problem mit der Elektrizität geben, Zeit zu gehen. Was? Elektrizität? Bist du verrückt? Das war keine Elektrizität, brah. Das war ein geheimes Pikachu. Ich gehe jetzt. Oh mein Gott, dieses Gesicht war vorher noch nicht da. So sehe ich übrigens auf Selfies aus, wenn ich eine Instagram-Story aufnehme. Ist so frustrierend. Okay. Alles ist gut. Diese Bilder sind gruselig. Ich glaube, das sind alles Kinder, die hier... Oh mein Gott, schaut euch das an. Hey, wenn das sich jetzt bewegen würde. Es ist so unheimlich. Also was würde ich... Stell dir mal vor, du hast... Nein, heute nicht. Oh. Ist doch... Oh Gott, da spielt irgendein Geist damit, ne? Mhm. Oh mein Gott. Oh Gott, what the... Actually, what?
What is happening? Oh, it looks like the maker of the doors lived here. Ich glaube, hier hat ein Puppenmacher gelebt. Ja, der hat bestimmt keine echten Körperteile verwendet. Oh mein Gott, sollen wir Charlie die Mörderpuppe wirklich befreien? Der atmet ja, ne? I, der ist echt. I. Yo, ich weiß, was hier abgeht. Das ist der Dollmaker für Kinder. Nee. Irgendwie. Mami, 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 kannst du mich sehen? Mami? Mami! Oh mein Gott, da steht jemand. Bra, hast du deine Hand im Schritt? Okay, was bedeutet das? Muss ich jetzt diese eklige Puppe hier berühren? Ich weiß nicht, ob ich das hier alles möchte. Ich würde dann einfach mal gehen, okay? Ih, der atmet. Ich gehe jetzt. Ich habe das hier alles nicht gesehen. Du bleibst hier drin. Alles gut und ich gehe weiter, okay? Ich erzähle meinen Eltern, was ich gesehen habe. Die Polizei kommt sicherlich nicht. Außer du hast ein Messer im Rücken stecken, dann vielleicht. Aber dann... Okay. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe das mir fest vorgenommen, dass ich jetzt diese Räumlichkeiten hier verlassen werde, sobald ich weiß, wo ich wieder rauskomme. So. Bin auch überhaupt nicht nervös. Und mach das ganz entspannt. Scheiß Raum. Und geh jetzt. Schnell. Lauf, Bra. So, alles gut. Ich bin sehr tief entspannt. Ich habe keine Angst. Alles ist in bester Ordnung. So, Vorsicht. Hier sind noch ein paar... Oh Gott, Hilfe. Da war ein Geräusch. Ist egal. Ich habe gar keine Angst. Alles ist gut. Ich gehe jetzt raus. Der Ausgang, der war hier. Ja, da gehen wir jetzt einfach raus. Als wäre nichts passiert. Guckt. Und dann gehe ich einfach schlafen. Und dann verbrenne ich den Brief an meine Eltern. Als wäre nie was geschehen. La, 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 la. Aber Moment mal, da stand doch ein Typ draußen, oder? Oh, what? Wie habe ich meine Mütze dort verlassen? Ich muss zurück. Meine Mutter wird mich töten. Scheiß auf die scheiß Mütze, Mann! Die würde ich umbringen, wenn die weiß, dass du in dieses Haus bist. Ist das dein Ernst? Nein, ich will da nicht nochmal rein. Diese blöde Pokémon-Mütze. Wieso muss ich denn so eine Verbindung zu der haben? Du kannst doch ohne Pokémon Pokémon-Fänger sein. Oh Gott, ist mein Cosplay nicht vollständig, Mann. Jetzt müssen wir nochmal reingehen. Oh Gott! Jetzt würde ich wirklich durchs Haus laufen. Wo war denn die blöde Mütze? Wie kann dieser Schrank so stehen? Komm in Frieden. Wo war die Kackmütze? Ah, da! Die leuchtet sogar rot. Hä? Hä? Oh mein Gott. Lass uns spielen. Ich hab dich gefunden, du ekliges Kind. Oh Gott. Okay, ich hab's mir mit dem Kinderwunsch echt nochmal anders überlegt. Also no way. Ich krieg keine Kinder. Danke, das Spiel hat mich überzeugt. Ah, Kinder sind gruselig. Ich will raus. Ich will zu Mama an die Brust. Ich muss... Oh nein, was ist denn das für eine Scheiße? Oh, ein Schloss. Mein Bunny hat ein ähnliches Label dran. Du blödes Kind, ey. Oh mein Gott, er hat mir schon wieder meinen Kack-Teddy genommen. Mein Bunny. Und ich will das alles nicht.
Da ist mein Hase. Ich muss wieder außen rum. Ich will mit dieser blöden Puppe nicht spielen. Ich will doch einfach nur meine Ruhe. Ich will doch einfach nur leben. Spaß haben. Und so weiter. That's life. Hello, it's me. Ibims. Ein Knuli. Komme ich denn da wieder hin? Mann. Kann ich hier raus? Hä, der Raum hat sich ja verändert. Da ging es doch eigentlich lang. Was soll denn das? Schweinerei. Ah, hier. Hat sich das hier alles verändert? Boah, schon wieder dieses Bild. Hä? Ich möchte nicht spielen. Oh, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Aber trotzdem, oh, Ja. Aha. Oh, ich muss zum Kamin. Aha. Ich glaube, das war ein Hinweis. Der Kamin. Jetzt weiß ich's. Ach, wo ist der? Hier. Muss ich den anziehen? Oh, Ich habe einen Key für die rote Tür im zweiten Stock. Als ob ich da Bock drauf habe jetzt. Gott, lass mich. Ah, Gott, lass mich doch einfach nur. Oh mein Gott. Oh Gott. Mach auf. Was auch immer da drin ist. Oh Gott. Oh mein Gott. Es ist. Es ist ja furchtbar. Was guckst du denn an? Oh, wir was essen haben. Hast du Hunger? Wie soll ich dir Essen aus der Küche bringen? Oh, wie traurig. Das Arme. Oh mein Gott, das ist ja voll brutal. Was steht denn hier alles drin? Jetzt kann ich nicht mehr essen. Meine Haare sind ausgefallen und meine Haut fängt an zu faulen. Ich habe seit Wochen nichts gegessen. Die paar Minuten kannst du auch noch warten! I blew my voice when I was screaming for help. Meine Stimme ist kaputt. Because of this, he decided to sew up my mouth. Ach, weil ich so viel geschrien habe. Ach, weil du geschrien hast, hat er dir den Mund zugenäht. Oh. Muss ich jetzt wirklich in die Küche gehen und dem was geben? Ich will dir doch nichts geben, ich will immer meine Ruhe haben, Mann. Okay, ich gehe jetzt kurz runter und gebe dem was zu essen. Zu food. A little bit of foodie. Wo ist denn nochmal die Küche? Da komme ich doch gar nicht hin, oder? Doch, hier. Nee, die Tür ist ja zu. Ich muss in die Küche. Verdammt, ich muss in die Küche. Der hat Hunger. Da muss ich wahrscheinlich hoch irgendwas finden. Was für Geräusche sind das denn hier? Oh, das ist so furchtbar, das Spiel. Oh Gott, nein, du Luder, du. Ja, ach nee, ich hab die nicht gesehen. Buh! Hast du den? Was brauche ich denn hier? Gar nichts? Musste ich den nur sehen? Ist hier was zu essen? Okay. Hier ist nix. Ich muss hier runter, ne? Okay, da ist wieder ein Zettel. Jetzt bin ich alleine. But I keep hearing stomping at night and even laughter. Ich höre abends Schritte und Stampfen und Gelächter. That has been absent from this house. Das bleibt. Was hat gerade mit mir geredet? Ah! Und du wunderst dich, warum du keine Freunde hast, Mann. Ich brauche jetzt erstmal was zu essen. Komm, wir geben dir ein Bier. Meine Hase. Ja. Ah, das muss ich jetzt dahin stopfen. Halt die Schnauze, ich komme nicht hoch. Ich will dem armen Jungen was zu essen holen. Hat sie nichts zu essen für den? Das ist voll traurig. Oh mein Gott. Ich muss da hoch, ne? Oh Gott, wenn du versuchst, etwas zu ignorieren, aber es nicht geht, ne? Oh Gott, was bist du denn? Oh, das ist der Junge, dem ich nichts zu essen gebracht habe. Ich
Junge, wieso hast du nichts gelernt? Es ist wirklich echt gruselig. Rudi, kannst du mich da reinlassen? Okay, hier sind Werkzeuge und hier ist ein Brief. At one point it went too far. An einem Punkt ist es zu weit gegangen. Mortualia was too real. Also diese Mortualia war zu real. It seemed to me that she started to live here own. Ah, es. Okay, ist die Puppe wahrscheinlich. Sah so aus, hätte sie ihr eigenes Leben in sich drin. I found a dead boy's toy. A dead boy's toy in the trash. Ich habe einen quasi das tote Spielzeug von einem Jungen in den Mülleimer gefunden. Ich bin mir sicher, dass sie es war, but. Put it over the TV, so no one should get it. I began to be afraid of her. Ich hatte Angst vor ihr. I constantly felt that she was standing behind me. Ich hatte immer das Gefühl, sie steht hinter mir und beobachtet mich. Und dass sie meinen Rücken atmet. Her lack of heart made her dangerous. Also sie hat kein Herz, das macht sie gefährlich, aber... Okay, was zur Hölle? Oh, das Gehirn ist aufgespießt. Oh mein Gott. Du kleines Kackscheißer, echt. Okay. Dann, ich habe jetzt meine Mütze. Ich würde jetzt wieder gehen, wenn es okay ist. Also, wenn hier niemand was dagegen hat, dann gehe ich jetzt raus. Oh nein, hier war dieser eklige Raum von dem Wetten. Hier ist auch noch was da, wo er drin stand. Ist bestimmt noch irgendwas Ekliges. Irgendwas Ekelhaftes ist hier. Ich kenne viele. Okay, dann gehe ich jetzt. Ich hab's gehört, ist okay. Ich hab's vernommen. Ah, was war das? Von meinem Zimmer. Ist vernommen. Oh, good. Ah! Alter, ich hasse dich so sehr. Ich kann es dir nicht sagen. Echt blöde Kackpuppe, wirklich. Ja, ja. Oh. Alles gut. Mir geht's gut. Ich hoffe euch auch. Mir geht's nicht gut. Wo ist die Küche? Was ist denn das Ritualzimmer? Boah, warum ist hier auf einmal so kalt? Wo kommt denn der Nebel her auf einmal? Oh, da oben ist was. Ich kann es nicht brauchen, ich brauche einen Stuhl. Na, dann mal in die Küche, da hat es ja 10.000. Nicht bitte. Nein. Alles gut. Oh ja. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, irgendwas passiert. Oh Gott, schnell lauf. Oh Gott. Oh mein Gott, lauf. Alles wird gut. Einfach nur rennen. Genau, da ist schön rot. Oh Gott, da stellst du den Stuhl jetzt hin. Schnell, stell dich hin, ja. Hol dir den Stoff hier. Okay, lauf zurück. Oh, ich habe ein böses Gefühl. I got a feeling that tonight's gonna be a bad night. That tonight's gonna be a bad night. Get a feeling. Lass mich das einsetzen, schnell. Oha. Rudi, wer bist du denn jetzt? Oh. Den brauche ich für meinen Botchball-Team. Der ist schnell, da gehe ich jetzt hin. Hallo. Das war der kleine Danny, der auf der anderen Seite der Straße stand. Das war vorhin hier noch nicht offen, oder? Oh, Hilfe, was war das? Ich glaube, oben ist irgendwas. Huch! Verzeih! Ach, hier wird dieser blöde Raum. Ich hasse den. Oh, da steht er ja.
Oh, bitte komm nicht zu mir. Oh Gott, ja, sehr schön. Genau, geh weg von mir. Ah! Oh, du Sack, ey. Ich dachte, er geht jetzt nach links. Oh mein Gott, das ist gemein. Oh, meine Gänsehaut tut weh. Aua. Schwein. Das ist unnötig. Was, wenn du es von mir willst, dann sag es mir normal. Aber nicht so. Oh nein. Oh Gott. Ja. Ja. Okay. Warst du da drin, kleiner Timmy? Oh Gott, ich habe keine Angst vor dir. Ich habe dich schon gesehen. Du bist nett. Noch Essen für dich. Hello. Hallo. Ich kenne dich doch. Ach du doch. Hey Armin. Was denn? Oh, er will quasi ein weißes Spielzeug sehen wie ein Affe. Ich werde es für dich. Ich werde dir versuchen, dir es zu helfen. Bitte sag mir, was hier los ist. Ich bin Max, wir kennen dich alle. Wir haben dich beobachtet. Wir haben sehr lange auf dich gewartet. Die Zeit vergeht sehr langsam. Es ist kalt und dunkel. Ich suche mein Spielzeug schon sehr lang. Ich konnte es nirgendwo finden. Der Dollmaker, der Puppenmacher, hat es geschlagen, um mich zu bestrafen. And what is the strange lock on the floor? Genau, was ist diese komische Verschluss an der Tür? Ah, okay, die Kinder haben das gemacht, damit ich nicht abhaue. Okay, das wissen wir ja. Also die haben das quasi mit Absicht gemacht, damit ich die Spielzeuge für die finden muss. Why don't you all want to let me out? Warum wollt ihr nicht, dass ich gehe? Du bist unsere Erlösung. Ist aber noch nicht vorbei. Oh. Oh Gott, der hat gesagt... Oh Gott, Hilfe. Gott, meine Mama und Papa warten auf mich. Du hast gesagt, du hast das Spielzeug verloren. Lass es mich für dich finden. Oh mein Gott. Wie pervers. Okay, der hat quasi die Spielzeuge. Deswegen hatte ich auch ein Spielzeug von... von dem Nachbarn bekommen und ihr hattet recht, es war eine Kamera da drin, damit er uns Kinder beobachten kann. Also nehmt niemals Sachen von fremden Menschen an. So, wie schalte ich denn da durch? Ah, press 1, 2, 3. Hier ist eine. 4, 5, 6, 7. Hier ist noch eine im grünen Licht. Okay, brauchen noch die? Keine Ahnung, irgendwo, wo es grün ist. Wo ist es denn grün im Haus? Ist das pervert? Ihh, da ist der kleine Penner, der mich wieder beobachtet. Okay. Du Sack. Wie das Handy so in meine Hand klebt, ne? Okay. Ich glaube, ich muss dahin, wo das Licht flackert. Vielleicht hier irgendwo? Oh Gott, dieses Geräusch macht mich fertig. Ah, hier. Wo? Wo? Ah, da, um Gottes Willen, ich hab's. Krass. Okay. I have to get food for the girl. Was war das, ein Mädchen? Essen? Aber ich hab doch... Ah, hier war noch dieser Topf. Wo war denn der Topf gestanden? Der eklige. Wieso ist es hier auf einmal so gedeckt? Es war vorher nicht so gedeckt. Hä? Hier, oder? Ja. Ih, da sind Haare drin. Oh, die Arme muss es jetzt essen. Surprise.
I got something for you, girl. Some delicious meat. Gott, die Arme. Es ist ekelhaft. Girl, es tut mir leid. Das war das Einzige, was ich hier finden konnte. Da sind so ein paar Haare drin, aber oh nein, die Arme. Oh, ich habe zu lange gewartet. Und da ist jetzt die Eule. Nee, ich jetzt dafür die Eule, okay? Oh, ich habe zu lange. Ich bin so ein Schwein. Oh Gott, Hilfe, es ist dunkel. Ich habe zu lange gewartet. Oh, ich habe vielleicht. Ich bin so ein Schwein. Füttert eure Hamster. Ist das ein Zeichen? Wo ist denn das letzte? Wo ist denn das letzte? Ich glaube, ich muss da hin, oder? Oh nein. Oh no. Oh nein. Oh, wie romantisch. Oh, kriege ich jetzt einen Antrag? I didn't have any friends when I was a kid. Ich hatte keine Freunde, als ich ein Kind war. I tried to replace them with toys. Ich habe sie versucht, mit Spielzeugen zu ersetzen. But they weren't lively. Aber sie waren nicht am Leben. I made my first toy out of a dismembered cat. Oh mein Gott. It was like the others. It had a soul. Ich habe mein erstes Spielzeug aus einer Katze gemacht, die ich zerteilt habe. Sie war wie die anderen. Sie hatte eine Seele. Soon I made her. Also bald habe ich schon Spielzeuge aus Vögeln, Hunden und sogar einen Mann gemacht, der von einem Auto angefahren worden ist. Ich habe ihm ein besseres Leben gegeben. I couldn't stand in one place. Ich kann nicht in einem Ort bleiben. I want something more. Ich will etwas mehr. Er will sich weiterentwickeln. That's how my last project, Mortualia, was born. Okay, dieses Mortualia. Ist es dieser gruselige Junge oder sehen wir das jetzt? Oh Gott. Oh Gott, da kratzt jemand, da ist jemand im lebendigen Leibe verbuddelt. Da würde ich, oh nein, du nimmst jetzt bitte nicht die Schaufel. Brody, don't, nein. Nein, lass es drin. Lass es doch. Lass es sein. Ah, Junge. Warum hast du nichts gelernt? Okay, hallo? Oh mein Gott, da ist sie. Oh mein Gott, das ist gruselig. Und das letzte Spielzeug, ne? Und sie ist nicht mehr im Sarg. Tada, oh mein Gott, sie sitzt. Was steht da drin? Bitte take care of yours wonderful eyes. Let this toy to be mine. Ich habe keine Ahnung, ist mir auch komplett egal. Ich gehe jetzt. Kannst du bitte meine Taschenlampe wieder anmachen? Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Oh mein Gott, Hilfe. Ich bin nicht mehr daheim. Ich will nach Hause. Ich bin nie wieder neugierig. Lass mich raus. Oh Gott, Hilfe. Ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss. Ja, lass die Scheiße. Ja, wio. Ja, wie komme ich denn hier raus, Mann? Kacke. Das ist nicht gut. Ich hab den Mut und gehe jetzt raus nach Hause. Dann ist gut. Ich werde nie wieder gehen. Ich sag's dir, Mami, Papi. Ihr werdet sehen. Bin ein guter Junge. Ja, ich gehe nach Haus. Lass mich hier raus. Ich lauf hier raus. Ja, ja. Ah, ja, das gehört zum Song. Ja, das auch. Ah. Das gehört dazu. Lass mich in Ruhe, du dumme Kuh. Oh mein, ihr Schweine, genauso muss man das singen. Und ich gehe raus und tschüss und lass mich goodbye auf nimmer wiedersehen. Oh, Mama, Mama, Mimi, Mami, Mimi. Oh mein Gott!
es war Monate, nachdem ich rausgegangen bin. Aber jeder Traum bringt mich wieder zurück in dieses Haus. Oh shit. Bin immer wieder zurück. The realization that I can't change anything. Also ich realisiere, dass ich nichts ändern kann. Scheiße, bin immer wieder im Haus gefangen. Oh, schrecklich. Oh. Grausam. Ja, Leute, das war das Game, das Keystone mir empfohlen hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es sehr cool. Es war auch im Haus von Ghostwatchers. 9 Chill Street. Ja, sehr cool. Haben nur 2 Menschen entwickelt. Nice. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Und ja, krasses Ende, krasses Spiel. Dollmaker für Kinder, harter Tobak. Ich hab genug, ich bin raus und wir sehen uns.